Hallo, mein Name ist Patrick, ich bin von der Firmenhilfe und möchte mit euch kurz durchgehen, was ihr machen könnt, sehr kurzfristig gesehen in eurem Geschäftsmodell, um eben diese Corona-Krise zu überstehen. Das Erste ist, ihr werdet sehr verbittert vielleicht sein. Ihr hattet ein tolles Geschäftsmodell, es hat funktioniert, die Kunden sind bei euch reingeströmt und plötzlich ist es verboten, Geschäfte offen zu haben. Das tut weh, weil man war ja vorher sehr, sehr relevant und jetzt soll man einfach nicht mehr systemrelevant sein. Das ist das erste Schritt, ist dies einfach zu akzeptieren und nicht irgendwo Sachen machen, die vielleicht illegal sind. Der erste Schritt ist zu erkennen, wie könnte man eigentlich sein Geschäftsmodell wieder relevanter machen. Das heißt, was sind heutige Bedürfnisse, die man mit dem Produkt, was ihr entwickelt habt oder mit dem kompletten Geschäftsmodell angehen könnt. Und dann werdet ihr feststellen, dass diejenigen, die zum Beispiel Essen in Restaurants anbieten, relativ einfach jetzt auch einen Takeaway-Service anbieten können. Aber auch hier ist es natürlich klar, dass nicht jeder, der in der Innenstadt bei Bürogebäuden ein Restaurant hat, jetzt auf Takeaway umsteigt, weil ja die meisten Leute doch eher zu Hause arbeiten sollen und auch müssen. Das heißt, hier stellt sich die Frage, ja, was kann man eigentlich machen? Wie kann man eigentlich sein Geschäftsmodell wieder relevant machen? Das heißt, welche Kanäle gibt es, um die Kunden, die von euch ja schon früher zufrieden waren oder mit eurem Geschäftsmodell zufrieden waren, wie können die euch erreichen? Der erste Schritt ist natürlich auf digitale Mittel umsteigen. Also wer es jetzt noch schafft, möglichst schnell seine Kunden zu informieren, dass er jetzt auch digital erreichbar ist, sprich, das kann auch sehr analog über Telefon sein oder über seine Webseite Aufträge entgegennimmt, dann ist es natürlich sehr, sehr gut. Aber denkt dran, es reicht jetzt nicht einfach einen Digitalkanal aufzubauen, sondern den müsst ihr auch entsprechend bewerben. Das heißt, die Kunden müssen wissen, was ihr dort macht. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Takeaway macht, dann müsst ihr diesen auch zum Beispiel mit Flyern lokal bekannt machen. Das ist immer, wird immer sehr, sehr gerne vergessen. Nur weil ihr einen Digitalkanal habt, heißt es ja noch nicht, dass die Menschen davon wissen. Und denkt dran, ihr müsst auch mit eurem Produkt herausragen in diesen Mengen, weil natürlich ganz, ganz viele versuchen, jetzt Digitalkanäle aufzubauen. Jetzt ist die Frage, wie könnt ihr euch dort differenzieren? Und der beste Weg ist natürlich, ihr habt vorher schon Kunden gehabt, die wirklich Fans von euch sind. Wir haben hier in der Schweiz einen Weinhändler, der sehr, sehr speziell Weine aus den Regionen aussucht und eigentlich jeden Kunden mit Namen kennt, weil er eben immer persönliche Rechnungen schreibt. Und natürlich ist es hart für ihn, dass plötzlich sein Showroom oder Showroom nicht mehr offen sein kann, weil die meisten Leute eben über Degustation gekommen sind, um die Weine zu kaufen. Aber er war schon immer sehr, sehr gut drin, auch ein Direct Mailing zu machen. Und dieses Direct Mailing war sehr, sehr künstlerisch oder inhaltlich sehr, sehr gut aufgebaut, so dass die Kunden eigentlich mit Freude auf das nächste Mailing warten. Und er hat es einfach geschafft, jetzt ein Riesenvertrauen bei seinen Kunden zu haben. Und diese ordern natürlich jetzt telefonisch. Und wie er letzte Woche sagte, er ist überwältigt bei dem Volumen, was bestellt wurde. Also er kann wahrscheinlich im Moment fast gar nicht liefern von dem, was alles bestellt wurde. Das heißt, nehmt euch solche in Beispielen und überlegt euch, welche Kunden, die ihr habt, könnt ihr wie erreichen, um eben über neue Vertriebsmittel den Kunden zu erreichen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, sich zu überlegen, welche Kompetenzen habt ihr, nicht Produkte, sondern welche Kompetenzen habt ihr, die auch in Produkte hineinfließen können, die heute sehr, sehr gut oder sehr, sehr wichtig sind. Das klassische Beispiel ist, wir können natürlich jetzt alle anfangen, irgendwelche Gesichtsmasken zu nähen, aber das geht viel, viel weiter. Zum Beispiel kann man sich überlegen, ja, die ganzen Supermärkte müssen umgerüstet werden, um möglichst schnell eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen vor entsprechende Tröpfcheninfektionen. Derjenige Schreinermeister oder Ladenbauer, der das sehr, sehr früh erkannt hat, hat er, glaube ich, ein recht gutes Geschäft gemacht, weil er eben alle Kassen jetzt ausstatten durfte oder konnte mit Plexiglasschutz. Das heißt, überlegt euch, welche Kompetenzen habt ihr in eurer Firma, die ihr heute in einen ganz anderen Bereich einnehmt, die ihr aber jetzt in diesen Bereich einsetzen könnt, der gebraucht wird. Was brauchen wir heute?
Das ist natürlich die komplette medizinische Versorgung. Was könnt ihr dort hineinbringen? Übertreibt es nicht. Und nicht, dass da jeder jetzt auftaucht und sagt, ja, ich kann das und das. Aber überlegt euch, was sind wirklich eure Kompetenzen, die ihr in eure Nachbarschaft einbringen könnt. Wer hat zum Beispiel Transportautos, der kann entsprechend Lebensmittel dann auch über weitere Wege transportieren. Logistik, Dienstleistungen sind sehr, sehr gefragt. Die Frage der Betreuung älterer Leute, Einkaufen, das haben sehr viele Solidargemeinschaften, sind schon entstanden. Aber auch hier ist natürlich die Frage, wer programmiert vielleicht die Apps oder wer schafft es, die älteren Damen und Herren zu motivieren, auch etwas digitaler zu werden? Frage, wie macht man das in diesen Zeiten? Wer die Kompetenzen schon vorher dafür hatte, kann jetzt eben dafür neue Lösungen entwickeln. Und ich glaube, das sollte es eigentlich auch sein, dass wir sehr viel spontaner Dinge ausprobieren. Aber man muss auch immer relativ klar sagen, es rettet einen nicht unbedingt. Aber es gibt einem eine gute Beschäftigung über die Zeit. Jetzt stellt euch vor, ihr habt Seife, sehr feine Seife, entwickelt mit Duftstoffen. Jetzt könnt ihr natürlich in die Parfum- oder in die Desinfektionsmittelproduktion einsteigen. In Parfum ist auch das Grundmittel Alkohol. Und jetzt könnt ihr der Desinfektionsmittel herstellen. Muss euch vollkommen klar sein, dass ihr diese zwar produzieren könnt, aber natürlich die Marge in dem Geschäft mit Desinfektionsmitteln sehr, sehr viel tiefer ist und ganz andere Kompetenzen daneben noch gefragt sind. Wie Verpackung ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig, Marketing ist nicht wichtig, sondern dort geht es eher darum, schaffe ich es, große Mengen an Alkohol zu beschaffen und zu verpacken unter auch hochhygienischen Bedingungen. Das heißt, es ist nicht immer so einfach, wie wir uns das vorstellen. Das sind sehr schöne Geschichten, die erzählt werden, aber die Frage ist, rechnet sich das? Vielleicht muss man gar nicht darüber nachdenken. Vielleicht ist es im Moment wichtiger, Lösungen zu finden für diese große Krise, solidarische Wege zu finden. Und wenn es euch eben noch Cash bringt, also Liquidität, umso besser. Jetzt gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Unternehmen könnten sich auch überlegen, dass sie nicht jede einzelne Person alles oder jedes Unternehmen alles selber macht, sondern zum Beispiel Ladenbauer, die hatte ich ja schon erwähnt, oder Messebauer oder Leute, die Rockkonzerte, die entsprechenden Bühnen aufbauen. Was die können, sind anpacken, sehr schnell sich an neue Gegebenheiten anpassen. Und das sind genau Fähigkeiten, die ja jetzt gebraucht werden. Jetzt kann man im Krankenhaus sich zum Beispiel melden und sagen, ja, wir übernehmen zum Beispiel die Aufbau und Organisation von Schleusen, damit eben medizinisch es sauber gelöst ist, wer rein darf oder nicht. Das könnte zum Beispiel etwas sein. Und wie macht man das? Man kann einem Krankenhaus zum Beispiel anbieten, als Messebauer, dass man ein ganzes Team ausleiht, damit diese Arbeiten dann im Spital eben gemacht werden können. Das heißt, wir müssen eben sehr viel kreative Lösungen haben. Man muss nicht immer alles selber machen, sondern kann auch sagen, ja, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich in meinem Team, was können die wirklich gut? Und gerade die, die sehr gut anpacken können, werden heute gebraucht. Die improvisieren, aber das professionell abwickeln können, werden gebraucht. Und als Team ist man natürlich wesentlich, wesentlich schneller, effizient eingesetzt zu werden, als wenn zum Beispiel ein Krankenhaus einzelne Personen anwirbt. Weil so kann man, wenn ein Team schon zusammengearbeitet hat, kann dort natürlich viel, viel schneller auch das Ganze in den Einsatz machen. Das sind natürlich alles sehr kurzfristige Maßnahmen. Ob das jetzt reicht, das ist extrem schwierig zu beurteilen. Wichtig ist, dass ihr flexibel seid bei eurem Geschäftsmodell, dass ihr euch eben überlegt, gibt es digitale Wege? Kann man gewisse Dinge mit Zoom oder mit Skype oder anderen digitalen Kommunikationsmitteln machen? Versucht es, versucht eure Kunden zu kennen und natürlich der, der schon vorher ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell hatte, nämlich seine Kunden namentlich kannte, ist heute sehr viel besser aufgestellt, weil er kann natürlich jetzt seine Kunden anrufen und sagen, ja, wir haben ein neues Angebot. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Zählt auf eure Kunden, kommuniziert mit ihnen, dass ihr neue Dienstleistungen entwickelt habt und seid euch nicht zu schade, euch auch wirklich
diese neuen Ideen zu verkaufen. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man heute diesen Charme ablegt, zu sagen, ja, ich brauche Hilfe. Die Situation ist äußerst kritisch und gerade sehr viele Selbstständige oder Solo-Entrepreneurs fallen im Moment noch durch gewisse staatliche Hilfsprogramme durch. Das ändert sich hoffentlich, aber das sind sehr angespannte Lagen und da müsst ihr euch wirklich überlegen, was könnt ihr in eurem Geschäftsmodell ändern, kurzfristig. Ich hoffe, euch ein paar Ideen gegeben zu haben. Für mich noch ganz, ganz wichtig, diese Krise wird enden und man muss jetzt auch nicht in Aktionismus verfallen, wenn man es sieht, dass die Liquidität reicht, sondern der nächste Schritt wäre dann, sich wirklich zu überlegen, ist mein Geschäftsmodell, was ich heute habe, relevant genug, auch in der Zukunft? Häufig wird es nicht relevant genug jetzt sein in der jetzigen Phase. Das ist auch kein Problem, wenn man eben genug Liquidität hat. Die Frage ist nachher eher, wie kann man sein Geschäftsmodell ein wenig anpassen oder schärfen, damit es in späteren Monaten oder ein paar Monaten, wenn es wieder aufwärts geht, umso besser funktioniert. Das werden wir dann in einem weiteren Video mal machen, weil das ist so hoch individuell. Aber ich glaube, wir sollten auch die Zeit eben nutzen, nicht nur kurzfristig etwas an Aufträge zu kommen, sondern uns auch zu überlegen, wie können wir in der Zukunft noch relevanter für unsere Kunden werden. Ich wünsche euch viel, 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 viel Glück. Es sind sehr schwierige Zeiten, aber ich glaube, das ist auch eine Chance. Nutzen wir sie. Nutzen wir sie, bessere Unternehmen zu bauen, nämlich Deutschland braucht nach meiner Meinung mehr und bessere Gründungen und deswegen zählen wir auf Sie. Toi, toi, toi. Vielen herzlichen Dank und viel Glück.